Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch der Schattendrache von Schleich zur Serie Eldrador Creatures mit der Nummer 70152. Nachdem wir schon den Schattenlöwen ausgepackt haben, kommt jetzt der Schattendrachen dran und sobald er erscheint, natürlich auch der Schattenwolf. So, ich bin gespannt, wie sie den Schattendrachen hier umgesetzt haben. Ich habe ihn hier in der Tüte bekommen. Da werde ich ihn jetzt gleich mal rausholen. Hier haben wir auch noch, ja genau, einen kleinen Aufkleber drauf. Ne, Schattendrache Shadow Dragon. Und ich glaube, die Tüte ist sogar perforiert. Genau, kann man hier aufreißen. Allerdings jetzt hier mal was an alle Hersteller. Warum macht man die Perforation zum Aufreißen immer in der Mitte der Tüte? Warum nicht eher am Rand, damit man die Figuren wieder in die Tüte reinpacken kann, wenn man sie jetzt nicht unbedingt aufstellt, sondern in der Kiste aufbewahrt, damit die Figuren einfach ein bisschen geschützt sind vor A, Farbabrieb und B, irgendwelche Prellungen, Abrieben oder sonst irgendwie was. Ne? Farbabrieb, glaube ich, braucht ihr euch hier weniger Gedanken machen. Aber ja, ne? Könnten wir doch die Welt auch schon wieder ein bisschen retten, wenn man die Tüte nochmal benutzen könnte. Ansonsten, ja, reiße ich es hier jetzt mal an der Perforation hier auf. So, okay, und hier haben wir ihn, den Schattendrachen. Vorsichtig herausholen, denn er hat ziemlich scharfe Krallen und Hörner und überhaupt. Und boah, was ein ordentlicher Brocken hier. Ist ja der Knaller, Leute. Der Schattendrache für 2022, absolute Neuheit. Kommt hier direkt aus der Schattenwelt zu uns, hat auch zwei Anhänger dran, inklusive Schleichfähnchen. Das mache ich hier als allererstes wieder weg. Ne, das klebt jetzt schon wieder. Nicht, dass der Kleber an der Figur heften bleibt. Und die Anhänger mache ich auch weg. Hier haben wir das Eldrador Creatures Logo und hier ein kleiner Blick in die Schattenwelt. Ganz düster, neblig, mit ganz dunkel schimmernden Kristallen. So, und bevor wir uns diesen Prachtkerl hier aus der Nähe in allen Details hier anschauen, würde ich sagen, stelle ich ihn wie immer hier auf meinen Tisch, lassen drehen und erzähle euch ein paar Fakten, etwas Wissen to go zu diesem unheimlichen Kollegen hier. Ne? Dunkle Mächte haben diesen Dämonen der Lüfte heraufbeschworen. Wenn der Schattendrache durch die Lüfte fliegt, bricht eine grausige Nacht herein und er wird zur unsichtbaren Bedrohung. Die Rückenstacheln ragen wie scharfe Dornen aus seinem Rücken und auch die Flügelkrallen sind spitz wie geschärfte Messer. Mit seinem sensenähnlichen Schwanzende beendet er jeden Angriff, der von hinten kommt. Seine Krallen und Hörner durchbohren jeden noch so starken Panzer und keine Kreatur kann ihm entkommen. So, weitere Infos zu diesem mächtigen Schattendrachen findet ihr auf der Seite von Schleich. Ja, kommt hier in einer wirklich tollen Skulptur, kann man anders nicht sagen. Aufrecht stehend mit ausgebreiteten Flügeln. Die Flügel sind in diesem Fall beweglich, haben hier so ein ganz einfaches Kugelgelenk. Das heißt, wir können die Flügel drehen, wir können hier verschiedene Posen machen, auch richtig so eine Flugpose, eine Flugstellung darstellen. Sehr schön. Das Maul der Kiefer ist nicht beweglich, genauso wenig wie die Beine oder Schwanz, sondern nur in diesem Fall die Flügel. Absolut okay, ich erwarte von Schleich keine Actionfiguren. Grundfarbe ist natürlich schwarz, dann wurde noch ein bisschen helles Grau drüber gesprüht und zwischen den Flügel die Flughaut und hier und da am Körper findet man noch violette Stellen, die hier, wie es aussieht, mit Airbrush draufgesprüht wurden. Und auf dem Rücken haben wir wieder dieses leicht transparente, boah, ist das Gummi? Das ist schon, das geht schon eher in Plastik über, ja? Überhaupt sehr stacheliger Kerl, unser Schattendrache. Das sind so Geschichten, wo ich dann manchmal auch denke, man versucht ja die Figuren so unverletzlich wie möglich zu machen, aber wie schon gesagt, die Hörner sind relativ spitz, genauso wie die Krallen an den Flügeln. Also ordentlich stacheliger Geselle, genauso wie die Krallen hier unten, aber ja. Mir gefällt's, ich find's super, auch was man hier an Details sieht. Das Ganze sieht aus, als ob das irgendwie
Schiefersteine wären, aus denen dieser Drache hier besteht. Ja, also wunderbar skulpturiert, tolle Details, die wir uns hier gleich anschauen. Als erstes vielleicht mal was zur Größe. Gerade was die Länge hier angeht von unserem Drachen, wenn ich jetzt hier nur mal vom Schwanz, den ich, wie schon gesagt, nicht bewegen kann, ja, der ist ziemlich steif. Also ich kann den nicht rumdrehen, wie beim Steindrachen oder so, der sitzt tatsächlich fest. Wenn ich hier vom Schwanz bis zur Schnauze messe, komme ich auf eine Länge von, würde mal sagen, 19,5 cm, wenn ich die Flügel noch mitnehme, die ich ja auch noch ein bisschen nach vorne machen kann, ja, dann komme ich hier auf eine Länge von 21,5 cm. Eine Höhe, wenn ich den Flügel ganz nach oben stelle, ne? Warte mal, ich mache den auch nach oben, vielleicht geht er noch ein bisschen höher, ne? Also, Flügelhöhe an der Kralle gemessen, komme ich hier auch auf 19,5 cm, nur am Kopf gemessen auf knapp 13,5. Ne? Ich messe hier an diesem Horn. Also, das ist schon eine ordentliche Größe. Auch schön, wie hoch man die Flügel herstellen kann. Das gefällt mir gut. So, damit wir den Drachen hier besser und genauer besprechen können, werde ich ihm hier mal den Flügel wegmachen. Ne, ganz einfach an dem Kugelgelenk rausziehen. Wenn euch so ein Flügel mal abfällt, kein Problem. Einfach wieder dran klipsen, dann hält der wieder. Ja? Also überhaupt kein Problem. Wenn man die Figuren von Schleich kennt, weiß man das. Ja? So, ich mache die jetzt einfach mal weg, damit wir das hier genauer betrachten können. Selbst so sieht der schon sehr beeindruckend aus. Apropos beeindruckend und Pose. Ich habe hier auch mal den Steindrachen. Und ihr seht, dass die Pose eigentlich genau gleich ist. Ne? Wir haben hier von ihm aus gesehen sein rechtes Bein leicht nach vorne, das linke Bein. Es ist fast genau die gleiche Pose. Auch dieses Aufrechte, ne? Die aufrechte Stellung auf dieser Seite im Prinzip genauso, was die Beinhaltung angeht. Ja, hier halt nur noch etwas mehr bizarrer ausgearbeitet, als was hier beim Steindrachen sehen. Ne? Aber wenn ihr die beiden mal so nebeneinander habt, dann seht ihr in etwa oder könnt ihr schon mal in etwa die Größe abschätzen. Der Schattendrache ist noch ein bisschen höher durch die Hörner. So, was die Länge angeht, ist auch der Schattendrache ein bisschen so einen halben Kopf noch länger. Ja, aber alles doch ähnlich, gerade wenn man hier die beiden von vorne sieht, die Pose, die Haltung der Beine und auch die kantige Kopfform. Ne? Bei ihm kann man den Kiefer bewegen, aufklappen, hier steht es offen. Ja, aber es ist vielleicht auch mal interessant, die beiden hier nebeneinander zu sehen. Und der Steindrache hat auch noch einen beweglichen Schweif. Der Schattendrache wirkt halt mächtiger, wenn er auch noch die Flügel dran hat. Ne? So, okay. Dann gehen wir hier mal an die Details. Ich würde sagen, ich beginne hier wie immer mit dem Kopf. Er hat ähnlich wie der Schattenlöwe rote Augen, allerdings ein bisschen größer. Ein richtig schönes, kräftiges Rot. Die Augen sind nach vorne gerichtet. Was auch auffällt, sind die Zähne. Die haben sie hier, ich würde mal sagen, sauber bemalt. Das ist schon okay. Sowohl oben als auch unten. Das haben sie gut gemacht. Das Rot im Maulinnern, ähnlich wie beim Schattenlöwe, in einem ganz, ganz, ganz dunklen Rot. Die Zähne nicht unbedingt jetzt einzeln gearbeitet. Ich sage ja, es wird durch die Bemalung eher deutlich gemacht, dass er hier einzelne lange Zähne hat. Wurde aber halt oben und unten aufgemalt. Dann hier an der Schnauze ein hellgrauer Fleck. Was mir gut gefällt, macht das Ganze noch ein bisschen deutlicher. Dann sehen wir hier die 6 Hörner, die er hat. Eigentlich steht hier unten auch nochmal ein extra Horn raus. Aber das ist halt eher noch eine Schuppe, die hier raussteht. Also 3 lange, spitze Hörner an jeder Kopfseite, die sie hier zum Rand hin auch noch mit hellgrau bemalt haben, damit das Ganze noch ein bisschen deutlicher kommt. Das Auge sitzt schön tief drin, darüber ein hoch aufgewölbter Schädelknochen zu erkennen. Augenbraue möchte ich da jetzt nicht unbedingt dazu sagen. Man sieht die Nasenlöcher, groß, schön tief. Er wirkt herrlich, aggressiv, unheimlich. Wunderbare Details hier zu erkennen, auch so eine Art Bart in Schuppenform, die man hier vorne am Kinn erkennen kann. Dann tolle Einfurchungen hier am Kopf. Es wirkt richtig wie Knochenplatten, die hier übereinander liegen.
und diese bizarr abragenden Hörner sind schon einigermaßen spitz geworden, was mir sehr gut gefällt. Ist entweder ein ganz hartes Gummi oder ein ganz weiches Plastik. Für mich ist es tatsächlich noch ein Gummi. Ja, dann das Ganze mal von oben gesehen. Hier gehen schon dieses transparente Material nach hinten, über den Hals, über den Rücken und endet hier witzigerweise, wo der Schwanz anfängt. Wundert mich, dass sie das nicht durchgezogen haben, wie beim Schattenlöwen. Aber ja, okay, kann man machen. Der Kopf hier wurde anmontiert, angesetzt, also nicht ein Guss. Hier wurde einiges montiert. Also da waren schon einige Handgriffe nötig, das hier zusammenzubauen. Und was wir hier bekommen, ist ein wirklich sau cooler Drache. Das muss man mal ganz klar so sagen. Der Hammer. Ja, auch hier sieht man schon, erinnert sehr an Schiefergestein, an Schieferplatten, die hier wie Schuppen zusammengesetzt wurden. Der Rückenkamm, schön stachelig hier aufragend, ist so ein leichtes, transparentes Material. Wenn ich hier die Lampe dahinter halte, dann wird es noch deutlicher. Seht ihr das? Schimmert hier wunderbar durch dieses Material durch. Also klasse Effekt. Ich sag ja, manchmal wünscht man sich, dass da eine LED drunter wäre oder sowas, dass das ein bisschen leuchtet, ne? Also sehr schön. Erinnert natürlich an den Kamm von unserem Schattenlöwen hier. Und ich sag ja, hier haben sie es komplett durchgezogen bis zur Schwanzspitze. Wundert mich, dass das dieser Drache nicht auch bekommen hat. Aber ja, so haben wir doch auf jeden Fall Abwechslung bei unseren Figuren. Dann hier auch am Hals wunderbar diese Aufteilung zu erkennen. Sie haben hier oben grau bemalt. Das zieht sich dann hier auch über die Flanke bis nach hinten und verläuft dann in diese Schwarz rein, beziehungsweise hier vorne wird es dann wieder violett. Der Unterkiefer, so kann man es ein bisschen besser sehen, auch aufgeteilt, schuppig. Und hier vorne läuft es dann in breiten Schuppen herunter. Typisches Drachenmuster haben sie violett besprüht. Und es zieht sich auch bis nach hinten zum Schwanz durch. Richtig schöne, tolle, breite Schuppen. Allerdings dieses Violett nicht wirklich konsequent bis an den Rand gesprüht, sondern nur ganz dünn drüber. Und es zieht sich auch nicht bis ganz hier hinten durch. Es endet hier. Vielleicht ist es bei eurer Figur genauso. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter. Ich hätte es mir gewünscht, dass das Violett wirklich bis hier oben durchgezogen hätten. Aber gut, okay. So, dann machen wir hier weiter. Ihr seht diese breiten, dicken Schuppenplatten. Und dann geht es hier über in das vordere Bein. Hier werden die richtig, richtig groß und dick. Wow, also sieht schon wirklich fast aus wie Stein. Da möchtest du gar nicht mehr von Schuppen sprechen, aber echt klasse, wirklich klasse gemacht. Dann das Bein, man sieht hier ein paar Sehnen oder Muskeln. Könnt ihr interpretieren, wie ihr das wollt. Hier hinten stehen auch noch so spitze Schuppen, Zacken nach oben. Die Beine sind sehr, sehr kräftig gearbeitet. Die Krallen unten haben hier auch noch ein Hellgrau bekommen. Man sieht auch ein bisschen gespannte Haut zwischen den Krallen. Das Ganze wirkt fast ein bisschen wie ein viel zu breiter Knochen. Ja, hier auf der Seite sieht man das auch sehr schön. Die Krallen auch ganz grob gestaltet, aber abgesetzt, was mir sehr gut gefällt. Ne, und ich sage ja, die Struktur eher glatt, nicht ganz so schuppig wie oben, aber knochenähnlich, ja, was das Ganze noch ein bisschen bizarrer macht. Hier auch wunderbar die riesengroßen, dicken, fetten Schuppen zu sehen. Der Übergang in dieses Grau gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch wie sie die transparente Geschichte hier oben anmontiert haben, sehr, sehr gut gemacht. Nicht nur die Rückenstacheln in der Mitte, sondern auch seitlich noch ein paar schuppige Dornen, die sich hier erheben. Das Hellgrau, wie schon gesagt, gefällt mir sehr gut. Dann hier auch richtig dicke Schuppen, die sich hier über den Schenkel ziehen. Schaut euch das an. Das sieht aus wie ein Gebirge, aber nicht wie ein Oberschenkel. Ja, super herrlich bizarr gearbeitet. Auch hier unten geht es dann wieder in so eine Art Knochen über und die Krallen stehen hier auch wunderbar ab. Die Krallen haben sie nicht ganz sauber bemalt. Zum Beispiel die innere Kralle ist hier schwarz, die äußeren sind grau. Hm. Hier haben sie alle drei bemalt. Ja? Hier haben sie tatsächlich die innerste Kralle vernachlässigt. Auch das ist von Figur zu Figur schätzungsweise Unterschied. Witzigerweise unten ist es aber dann grau. Ne? Das ist halt die Schleichqualität, die wir alle so lieben. Ne?
So, auch dieses Bein hier wunderbar skulpturiert. Auch an dieser Stelle mal wieder Props an den Künstler, die Künstlerin, wer auch immer das hier gemacht hat. Wahnsinnsarbeit, wirklich wahnsinnstolle Arbeit. Ein absolutes Figurenträumchen, muss man definitiv sagen. So, wie schon gesagt, die Rückenstacheln, dieses Transparente endet hier abrupt. Kein Übergang und gar nichts, sondern hier wird es dann wieder schwarz. Geht hier auch so ein bisschen wirbelsäulenmäßig nach hinten. Auch hier wunderbare Details, was die Schuppen angeht. Das hier finde ich klasse gelöst. Sieht aus wie Rippen, die sich hier über den Schwanz ziehen. Und das Ganze endet dann hier hinten in der nicht allzu spitzen Schwanzspitze. Sieht ein bisschen aus wie eine Sense, wo die Spitze abgebrochen wäre. Ist eigentlich sehr ähnlich wie das Hinterteil vom Schattenlöwen, wie ihr seht. Hier wäre vielleicht ein typischer Drachenschwanz auch nicht schlecht gewesen. Ja, eher so ein bisschen Pfeilspitzen ähnlich. Aber ja, komm, wunderbar, bizarr gearbeitet, will ich gar nichts sagen. Sieht klasse aus und wie schon gesagt, ist relativ scharf. Also auch damit kann sich der Drache hier zusätzlich noch verteidigen. Hier seht ihr das Ganze nochmal von dieser Seite. Ich sage ja, diese Rippen, die sich hier quasi über den Schwanz ziehen, bis oben zur Wurzel, ist echt klasse geworden. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Auch von oben kann man das wirklich angucken. Hat eine schöne Form, vorne breiter, hinten wird es ein bisschen schmäler. Gefällt mir gut. Auch hier die Details noch ein bisschen vor die Kamera gehalten, so sieht das Ganze aus. Erinnert im Prinzip ein bisschen an so einen Xenomorphen. Herrlich, bizarr gearbeitet das Ganze. Also das ist schon echt ein toller Schattendrache. Ein absolutes Träumchen. Er sieht klasse aus, egal von welcher Seite man sich das hier anschaut. Sehr, sehr, sehr schöne Skulptur. Ne? Und jetzt kommen wir hier auch noch zu den Flügeln. Er steht übrigens nicht ganz gerade, er geht so ein bisschen nach rechts. Ja, also ganz leicht gebogener Körper, was mir sehr gut gefällt. Was die Festigkeit des Materials angeht, ich sage es nochmal, wirkt eigentlich eher wie ein sehr geschmeidiges Plastik, aber ich denke, wir sind hier schon noch bei einem harten Gummi und ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes, alles relativ hart. Die Krallen sind sehr hart, die Hörner, ja, man kann es ein bisschen biegen, aber die sind schon ordentlich spitz und fest, muss man ganz klar sagen. Also recht stabile Geschichte das. Übrigens an den hinteren Läufen auch noch eine Innenklaue zu sehen, ne? Falls ich das vergessen habe zu erwähnen. Ja, auch die Unterseite schön skulpturiert. Man sieht hier die Unterteilung der Zehen, was mir gut gefällt. Oh, hier sehe ich übrigens auch gerade noch den Stempel. Schleich, designed in Germany. In Tunesien gefertigt und wir haben hier ein Copyright von 2021, aber hier jetzt ganz neu 2022 erschienen. So, jetzt schauen wir uns mal die Flügel von diesem fantastischen Drachen hier an. Die Flügel sind meiner Meinung nach gekontert, also man hat nur einen Flügel skulpturiert und den ganz einfach gespiegelt. Man sieht es hier an einigen Details. Ich weiß nicht, wie es an der Kamera jetzt gerade rüberkommt, da es alles ziemlich dunkel ist. Aber ich denke, den haben sie gespiegelt. Sieht zumindest so aus. Was nicht schlimm ist, das kann man schon wirklich anschauen. Ich drehe es auch noch mal so rum. Dann seht ihr mal die Oberseite und die Unterseite. Ja, das wurde gespiegelt. Auf jeden Fall, man sieht es hier auch an den Rissen. Die Flughaut der Flügel, was mir sehr, sehr gut gefällt, denn die Risse machen das Ganze noch ein bisschen älter, furchterregender, falls man das so sagen möchte. Also gefällt mir sehr gut. Auch die Flügelrippen, ganz bizarr hier angeordnet, mächtig, kräftig. Um den Drachen tatsächlich durch die Lüfte tragen zu können, hätte man die Flügel vielleicht noch ein bisschen größer machen müssen. Ne? Daran scheitert es meistens. Aber dann wäre halt noch größer, noch mächtiger geworden. Aber komm, ist schon okay. Die Flügelknochen sind auch so massiv, so stabil, dass das bisschen Flughaut ja alleine schon den Flügel gar nicht tragen könnte. Also alles sehr, sehr, sehr mächtig. Auch die Ansätze des Flugarms herrlich bizarr gearbeitet. Ich sag ja, sieht alles aus wie Schiefergestein, was hier übereinander gelegt wurde. Schöner, kräftiger Flugarm hier vor allem. Dann dieses Knochengewirr.
Das ist schon der Knaller. Eine schöne, spitze, lange Kralle. Und das ist relativ hart. Also passt mir auf, dass ihr hier nicht hängen bleibt, dass es das nicht abreißt. Also könnte ich mir gut vorstellen, wenn man da nicht aufpasst, können euch da Teile verloren gehen. Es ist alles sehr massiv, ist alles sehr gut verarbeitet. Das steht außer Frage. Aber das sind so ein richtig harte Stellen. Würde ich aufpassen, ne? Ja, man sieht schön die Unterteilung der Flügelrippen, ne, wie Knochen schön zusammengesetzt. Auch das Ganze von der Struktur her weiß wirklich zu gefallen. Die gespannte Flughaut dazwischen gefällt mir sehr gut. Sie haben hier überall noch ein bisschen Violett darüber gespritzt. Auch die Haut an für sich schön gearbeitet. Schaut euch das an. Wirkt alles wunderbar gespannt. Dann hier die Risse. Außen zu sehen, das ist schon richtig, richtig schön gemacht. Also die Skulptur ist an keinem Zentimeter langweilig. Ja? Die Krallen, wie schon gesagt, hier auch noch mit Grau besprüht. Hier schaut euch die wunderbaren Details hier an. Ich weiß das alles sehr zu schätzen. Eine tolle Arbeit. Ich sag ja, Props an die Leute, an den Künstler, die Künstlerin, die das hier geschaffen hat. Fantastisch. Wirklich fantastische Arbeit. Auch das hier ist so eine Stelle, wo ich immer ein bisschen Schiss habe, dass es abbrechen könnte, die Kugel, wo dann hier zum Flügel weiterläuft. Aber es geht wirklich relativ leicht, es dem Drachen anzustecken und wieder wegzumachen. Ne? Also sehr, sehr schöner oder sehr, sehr schöne Flügel. Gekontert, wie schon gesagt, in Schwarz gehalten, mit ein bisschen Violett besprüht und die Krallen in Grau bemalt. Sieht sehr gut aus und man kann es sehr leicht hier wieder anstecken. Ne, man sieht die Vertiefung. Ganz einfach hier ein bisschen draufklipsen. Und wenn er das Geräusch hört, sitzt der Flügel schon. Also total easy. Ne, immer gucken, dass ihr die Flügel auch richtig rum ansteckt. So rum ist es richtig. Das hier sind die Fingerkrallen mehr oder weniger. Ja, und entsprechend könnt ihr diesen Schattendrachen auch posen. Ihr könnt die Flügel waagrecht stellen, dass es aussieht, wie wenn er sich jetzt gerade in die Luft erhebt. Es ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wenn man die Flügel noch größer gemacht hätte, wäre das Ganze noch mächtiger geworden. Und sie haben hier halt eine Größe, wo gerade so der Gute etwas flattern kann. Aber richtig fliegen, weiß ich nicht. Fast ein bisschen zu klein. Aber er kann ja das Ganze auch noch ein bisschen strecken. Dann könnte es gerade klappen. Ansonsten ist er halt wirklich ein extrem massiger Brocken. Und entsprechend ihr die Flügel dann dreht, wirkt er halt nochmal mächtiger. Ja, also wenn sie so aufgestellt sind, wirkt es schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Da wirkt der Steindrache fast ein bisschen schmächtig dagegen. Ne? Man glaubt gar nicht, was so ein bisschen Flügel ausmacht, um ein Drachen noch mächtiger wirken zu lassen. Ja? Darum, das ist schon absolutes Träumchen. Jo, er kommt hier mit dem Schattenlöwen. Ich stelle ihn einfach mal daneben, damit ihr es auch seht. Ich werde es natürlich alles noch 360 Grad drehen lassen und da dann auch noch den Wolf mit dazu. Übrigens, was den Schattenwolf angeht, nicht einfach jetzt hier sagen, ja, ist einfach der Schneewolf in Schatten bemalt. Nee, es hat einen Grund, warum der Schneewolf plötzlich schwarz ist. Ja? Aber das erzähle ich euch dann, wenn ich den Schneewolf hier bei mir auf dem Tisch habe. Ne? Gibt es also auch eine kleine Geschichte mit dazu. Also die zwei passen perfekt zueinander. Ich sag ja, man kann sich streiten, wie es ausgesehen hätte, wenn der Schwanz des Drachen hier auch komplett in diesem Violett gegossen worden wäre. Aber ich denke mal, man hat sich da schon was dabei gedacht. Sieht auf jeden Fall klasse aus. Also diesen Schattendrachen sollte man sich auf gar keinen Fall, wenn man Drachen, wenn man Schleichfiguren, wenn man Fantasyfiguren mag, entgehen lassen. Ein absolutes Muss, wenn er mich fragt, zusammen mit dem Schattenlöwen, ist es schon der absolute Oberknaller und da freut man sich natürlich auch schon auf weitere Figuren aus der Schattenwelt. Mal gucken, ich denke mal, da wird schon noch einiges erscheinen. Ich glaube auch, dass die Figuren hier sehr gut bei den Fans von Eldrador und Co. ankommen. Auf jeden Fall ein fantastischer Drache. Wunderschön. In einer tollen Größe, tollen Aufmachung. Wenn ich hier über die Flügel was sage, dann ist das Kritik auf dem höchsten Niveau. Ja? Ansonsten gibt es hier echt gar nichts zu meckern. Es ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ein absolutes Träumchen. Ich sag ja, die Hörner sind, ja, das ist schon, ne? Also
da bleiben schon Vertiefungen an den Fingern übrig, wenn man da ein bisschen reindrückt. Ne? Also das geht schon ordentlich rein, ist relativ spitz. Das mit den Zähnen, finde ich, haben sie hier gut gelöst. Nicht unbedingt jetzt spitz skulpturiert, aber halt durch die Bemalung wirken die spitz, ja, was mir sehr gut gefällt. Passt mir auf diese Stacheln hier auf, auch was die Flügel angeht, dass er da nirgends hängen bleibt. Meiner Meinung nach, wenn er richtig grob dran rumreißt, kann das abbrechen, wäre schade drum. Ich sage das deshalb, weil wir sind ja hier beim Spielfiguren, beim Spielzeugfigurenbereich und jetzt nicht unbedingt bei Figuren, für etwas ältere Sammler, da habe ich überhaupt kein Problem. Aber was Kinder, kleinere Kinder angeht, da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Nicht unbedingt mit den Flügeln auf den Boden schmeißen oder so, das wäre schade. Dann kann es halt wirklich zu Abschürfungen kommen. Farbabrieb mache ich mir jetzt weniger Sorgen, es sei denn hier bei den hellgrauen Stellen, ja, am Schwanz, bei den Krallen hier oben. Das ist halt ganz einfach der Lauf der Dinge. Aber so Figuren können halt wirklich auch etwas ältere Sammler begeistern, alleine durch dieses Design, was wirklich großartig ist. Also ich kann nicht aufhören, hier den Künstler hinter der Figur zu loben, weil es ist eine fantastische Arbeit. Ein absolutes Träumchen, genauso wie dieser Schattenlöwe hier. Was für fantastische Figuren für diese neue Welt von Eldrador. Also absolut großartig, ja. So, also ich hoffe, meine Beschreibung hier konnte euch ein bisschen helfen, da noch etwas mehr Feeling für die Geschichte hier zu kriegen. Es ist egal, wie man die Figuren hier aufstellt, es sieht einfach nur fantastisch aus. Ne? Ja, ich lasse die beiden, natürlich auch den Schattendrachen, hier jetzt noch in 360 Grad drehen, in unterschiedlichen Posen. Ich meine, gut, ich kann hier nur ein bisschen die Flügel bewegen, aber auch das ist es absolut wert. Denn selbst nur mit Flügeln kann man den Eindruck, das Aussehen von so einem Drachen schon wieder ein klein wenig verändern. Ja, ich freue mich tierisch auf den Schattenwolf. Dann ist dieses infernale Trio hier perfekt. Ende des Jahres kommen dann auch noch die Schattenroboter zu den Eldrador Mini Creatures mit dazu. Aber wie schon gesagt, ich hoffe, dass zum Thema Schattenwelt noch einiges an Figuren herauskommen wird. Das ist schon echt eine tolle Sache, ja? Gut, damit würde ich sagen, komme ich hier zum Schluss, dass mein Review zu diesem sagenhaften, wunderbaren Schattendrachen der Eldrador Creatures mit seinen fantastisch ausgearbeiteten Details, großartige Skulptur, sollte man sich als Sammler, als Fantasy-Liebhaber auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ja, also der ist schon wirklich jeden Cent wert. Übrigens auch was die Flügelgelenke hier angeht, stört mich nicht wirklich. Das kann man schon wirklich anschauen. Sie haben es auch so klein wie möglich gemacht, so groß wie nötig, so klein wie möglich. Also auch das kann ich hier wirklich nur in höchsten Tönen anrechnen. Stört kein bisschen. Und bei so einem Design bist du eh hin und weg. Ich sag ja hier noch eine LED rein, dass das hier noch ein bisschen leuchtet, das wäre der Oberknaller, ja. Aber wir sind hier bei klassischen Spielzeugfiguren, von dem her alles gut, alles okay. Schleich, alles richtig gemacht, Daumen hoch, bitte weiter so, ja, auch mit diesem Löwen. Ich finde es großartig, dass sie hier nicht eine alte Figur genommen haben und einfach nur dunkel, sondern ein richtig neues Design. Auch was den Drachen hier angeht, das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Also ich bin hier voll des Lobes. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay.